Am Landsitz der Schubertiade im Angelika-Kaufmann-Saal in Schwarzenberg trafen sich Akteure aus ganz Vorarlberg, um die neue EU-Strukturförderperiode 2007 bis 2013 einzuleiten. Unter dem Titel LIDA 13 Zukunftsforum hatte der Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg Politiker, Unternehmer, Vertreter von Fachverbänden und verschiedenen Gruppierungen eingeladen, um Ideen und Ansätze für Gestaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen zu Papier zu bringen. Im Foyer des Angelika-Kaufmann-Saales präsentierten sich zur Einstimmung die Projekte der vergangenen 6 Jahre. Die enorme Vielfalt macht deutlich, dass die Strukturverbesserung im ländlichen Raum ein komplexes Thema ist, das einen hohen Grad an Kreativität erfordert. Projekte wie Bergholz aus dem Biosphärenpark, der Entwicklungsprozess um das Weltkulturerbe Bregenzer Wald, die Studie zu den Barockbaumeistern, das Gästeangebot zur Holzkultur in Hittisau und die Initiative der Holzbauer, die gemeinsam eine Sonderausbildung ihrer Lehrlinge umgesetzt haben, erinnern an den großen Umfang des abgelaufenen Programms. Auch die Waldschule im Montafon, der Dorfsaal in Thal, die Lernwerkstatt im Bregenzer Wald und das Weißtannenprojekt, das eine Imagewende in der regionalen Holzanwendung brachte, lassen Respekt vor dem LIDA-Programm aufkommen. Es ist ein spezielles Strukturförderprogramm der EU, bei dem die Prämisse gilt, dass Projekte von den Beteiligten selbst entwickelt und von einer unabhängigen und von der Bevölkerung breit getragenen Organisationsstruktur entschieden werden. Neudeutsch heißt das Bottom-up-Ansatz. Die Bürger definieren und bestimmen die Aktionen. Obmann des landesweiten Vereins Natur- und Kulturerbe Vorarlberg ist Bürgermeister Rudi Lerch aus St. Anton im Montafon. Er erinnerte in seiner Begrüßungsrede an die positiven Auswirkungen der tälerübergreifenden Aktivitäten, machte aber auch deutlich, dass sich dieses innovative Programm auf den ländlichen Raum und dessen Themenstellungen konzentrieren soll. Das Umsetzen erfordert professionelles Management und gute Programmvorbereitung. Dies ist auch gleichzeitig das Ziel der Veranstaltung. Walter Vögel von der Agrarbezirksbehörde ist der Programmverantwortliche auf Landesseite. Er erläuterte vor Beginn die von der EU und vom Bund vorgegebenen Rahmenbedingungen für das Programm. Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf die Einbindung der LIDA-Methode als übergeordnetes Instrument für alle Förderprogramme der ländlichen Entwicklung. Die unkonventionelle Sitzordnung war bewusst gewählt. In den Gruppen wurden spezifische Themen intensiv diskutiert und Maßnahmen und Projektideen entwickelt. Unter straffer Moderation entwickelte sich rasch eine intensive Arbeitsatmosphäre. Nach gut einer Stunde dann der Austausch der Ideen. Dabei wechselten die Teilnehmer ihre Position, besuchten andere Gruppen und brachten dort ihre Ideen und Ergänzungen ein. Am Schluss präsentierten jene Gruppen konkrete Projektansätze, die es in der kurzen Zeit zu einem schlüssigen Ansatz gebracht hatten. Da war zum Beispiel die Präsentation des Biosphärenparkhauses als Anlaufstelle für Gäste, aber auch zur Nahversorgung. Dieses Projekt soll in den nächsten Jahren im Biosphärenpark Großes Walsertal entstehen. Weitere Idee, der Bio-Koop. Also eine Kooperation von Biobauern mit Nahversorger und Handel, die als lokale Marke eingerichtet werden soll. Die Holzbauern streben den Passivhausstandard an. Sie wollen mit einer Firmenkooperation und mit einer klaren Marke das Holzhaus als Passivhaus am Markt positionieren. Oder das Thema Heilquellen. Früher waren im großen Walsertal schwefel- und eisenhaltige Quellen bekannt. Die sollen nun für den Gesundheitstourismus reaktiviert werden. Von der Arbeitsgruppe Energie kam die Idee der Dachbörse auf. In Zukunft sollen Dachflächen gehandelt werden können, um Investoren für Photovoltaikanlagen anzuziehen und so die Produktion von Ökostrom auszuweiten. Durch Bürgerbeteiligungen an Ökostromanlagen
sollen die Kapazitäten im ländlichen Raum wesentlich ausgebaut und die Energieunabhängigkeit vorangebracht werden. Auch gesellschaftspolitische Themen kamen aufs Tapet. Unter dem Titel Landresidenz wurde ein Modell für betreutes Wohnen am Lande skizziert. Ehemalige Vermieter von Gästewohnungen schließen sich zusammen und bieten betreutes Wohnen an. Ein Panoramahaus in alpiner Lage soll die Entwicklung des Alpinismus in Vorarlberg präsentieren und so zum Tourismusmagnet werden. Kreativ gestaltete Wegekonzepte sollen dazu anregen, im Umkreis von 4 Kilometern das Auto in der Garage zu lassen. Überhaupt sollen örtliche Plätze und Wege abseits des Verkehrs die Wohnqualität für Einheimische und Gäste in den Dörfern steigern. Und nicht zuletzt sollen Kulturinitiativen stärker zusammenarbeiten, ihr Angebot verbessern und so einen Beitrag zur Lebensqualität leisten. Die Fülle an Vorschlägen und Ideen kommt den Bearbeitern des regionalen Entwicklungsplanes gerade recht, denn sie haben jetzt die Aufgabe, in den nächsten Monaten die Entwicklungschancen in ein Programm zu fassen und dafür Förderungsansuchen in Wien und Brüssel einzureichen. Die Veranstaltung LIDER 13 Zukunftsforum mit dem Untertitel Lebensraum aktiv gestalten war eine Bereicherung für alle Teilnehmer. Und die Organisatoren hoffen, in den kommenden Jahren einige dieser Ideen umsetzen zu können.